Hallo und willkommen zurück bei World of Warcraft. So, wir holen uns die kochenden Quellblasen. Oh, du bist ja auch da. Das Säbler-Kätzchen. Es ist ja auch am Start. Das ist ja ein Ding. Kommst du eben her, sag mal? Immer dieser Nachzügler. So, toll, ihr droppt ja alle nix. Ach Mann, aber auch. Warum denn nicht? Dabei sehe ich doch so nett aus. Bin voll umgänglich. Da könntet ihr mir doch mal hier. Nö. Mache ich hier was falsch? Ich hoffe doch nicht. Ach Mann, oh. Ja, da drüben ist irgendwo ein Erz. Das habe ich doch. Ah, danke schön, mein Freund. Das ist sehr nett von dir. So, warte mal, da ist aber auch noch irgendwo. Oh, hier ist ja überall. Hier ist ja überall Erz. Da werde ich doch wieder gar nicht fertig hier. Was war denn das? Krätze? Bist du gerade gesprungen? Hast du dich gefreut oder was war das? Oder hatte ich eine Halluzination? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt hier ganz in Ruhe. Moment. Jetzt hole ich erstmal hier drüben das grüne Zeug. Das, ne. Das wartet ja hier nur auf mich. So, Moment. Und hier war doch eben auch noch irgendwo ein Punkt, meine ich, gesehen zu haben. Ja, da. Wollte ich doch sagen. Nehmen wir natürlich auch mit. Okay, so. Kann weitergehen. Ich habe das Gefühl, Krätze freut sich heute irgendwie. Ob es dem hier gefällt in der Kälte, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Oder vielleicht, weil er hier mit dem Säbler-Kätzchen so nette Begleitung hat. Kann natürlich auch sein. So, gehen wir mal ein bisschen schwimmen, Krätze. Ich bin nämlich der Meinung, ich hatte doch da drüben auch noch irgendwo Erz gesehen. Oh, ja, du sollst eigentlich nicht bergab schwimmen, hör mal. Na gut, jetzt kannst du bergab schwimmen. So, da war es doch. Wusste ich's doch. Okay, wir haben schon vier. Und, was heißt schon? Wir haben vier. Ist denn das? Ach, da. Gut versteckt hinterm Baum. Dankeschön. Noch jemand ohne Fahrschein? Ich brauche noch ein bisschen was. Was möchtest du mir hier sagen? Boah. Silitus. Nicht unbedingt. Ich nehme die Quest mal an. Auf Befehl des Kriegshäuptlings meldet euch bei Windruferin Prachthorn in Burg Cenarius in Selitus. Okay, ich nehme es mal an, aber ich weiß noch nicht, ob wir da hingehen. Nicht unbedingt jetzt so meine bevorzugte Gegend. Das ist ja doch ein bisschen karg da, ne? Aber gut. Irgendwo werden wir ja noch weitermachen müssen. Es sei denn, ich schaffe es tatsächlich hier in Winterquell 60 zu werden, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil die Mobs ja hier zum Teil schon grün sind. Aber okay, schauen wir mal. Da ist es nochmal schön. Achso, ich bin fertig. Da ist es nochmal schön geplatzt am Ende, das Ding hier. Die Blase. Ja, gehen wir zurück. Wohl ja hier noch einige Aufgaben auf uns warten. Es könnte schon sein, dass wir hier 60 werden. Ich weiß es nicht. Aber vorstellen kann ich es mir gerade nicht so richtig. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal ab.
Lala, wo seid ihr denn, ey? Die stehen aber hier auch am hintersten Winkel von Niemandsland, oder? Also, mein Gott. Kann man sich denn so verstecken? Hör mal, hier ist doch schon wieder... Wo haben wir hier denn... Ach, da ja. Ja, sehr schön. Mitnehmen. So. Hallo. Hallo. Nein, das sage ich jetzt nichts zu. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Ach ja, schön. Töte den Oberhäuptling der Winterfälle. Bleibt sauber. Mach ich glatt, Fräulein. Mach ich glatt. Wo ist der denn? Da hinten, natürlich. Hallo. Ach ja. Ja, könnt ihr euch jetzt selber was zu ausdenken zu diesem Hallo. Ach. Draußen ist schon wieder total eklig schwül. Weiß nicht, so richtige Sommer haben wir doch hier gar nicht mehr. Also ich meine, schöne Sommer, oder? Eigentlich gibt es doch nur noch zwei Jahreszeiten. Matsch und schwül, oder? Frühling gibt es irgendwie schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl. Herbst, ja. Herbst, ja, sicherlich. Und Winter ist so gut wie Herbst eigentlich. Nur noch Matsch. Ja, Matsch und Schwül. Ich glaube, das sind die beiden Jahreszeiten. Wenn wir hier Sommer bekommen, dann ist das gleich wieder so eine extrem ätzende Hitze. Wo du eigentlich wirklich nur noch irgendwie in der Bude am besten bleibst oder irgendwo hingehst, wo Wasser ist. Weil es so schwül ist. Unerträglich einfach nur. Geht dann gleich auf den Kreislauf. Bei mir jetzt nicht so auf den Kreislauf, aber dafür auf die Laune. Also dieses schwüle Wetter, da kriege ich irgendwie super aggro von. Geht mir voll auf den Nerv, einfach nur gar nicht meins. Da lobe ich mir doch einen Sommer in Ägypten bei 60 Grad. Dass dir die Flipflops im Sand wegschmilzen. Aber die haben wenigstens eine trockene Hitze da. War ja mal in Ägypten im Urlaub. In Hurghada. Und wir kamen aus dem Flieger raus. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe voll den Gong gekriegt. Also so ein Hitzegong. Kann ich gar nicht anders beschreiben, ey. Einfach nur Gong. Ja, ja. Aber das war halt einfach trocken. Trockene Hitze. Das war auch oberübel, aber es war auf jeden Fall so insgesamt für den Körper war es besser irgendwie zu vertragen. Und für die Laune war es irgendwie auch besser. Zumindest für meine. Ja, wir haben hier eigentlich nur noch schwül. Schwül, schwül, schwül oder schwül. Und am schlimmsten ist es, ich finde immer, wenn da draußen am Tag so, keine Ahnung, 30, 35 Grad waren und man eigentlich, was denn? Bringt das kunstlos geschriebene Logbuch zu Donnerwetter, Schneewehen in Winterquell. Okay, 30 bis 35 Grad waren und man eigentlich denkt, hoffentlich ist bald dunkel, hoffentlich ist bald Nacht, dass es kühler wird, ja denkste. Dann habe ich immer das Gefühl, die ganze Bude heizt sich nochmal so richtig auf in der Nacht. Dass es nachts noch heißer wird als am Tag. Aber das kann natürlich auch meine subjektive Empfindung sein. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Sommer hier in Deutschland so empfindet. Ich will jetzt auch nicht über den Sommer motzen, aber irgendwie schon. Ja, ja. Uns Deutschen kann man es nie recht machen. Und deutschen Frauen dann wahrscheinlich sowieso schon überhaupt nicht mehr. Oh je, wartet mal kurz, ich muss mal kurz husten. So, und jetzt muss ich dran denken, das rauszuschneiden, sonst fliegen euch nämlich die Ohren weg. So, warte mal, da ist doch schon wieder Erz.
kann doch nicht wahr sein. Das will ich haben. Wir werden nie da hinten ankommen. So, erinnere mich mal bitte dran. Bei Minute 10 ekelhaftes Gekolster rausschneiden. Ja. So, das nehmen wir jetzt noch mit hier. Eieiei. Und dann hoffe ich, komme ich mal hier am Stück dahin, wo ich hin will. Aber wahrscheinlich auch wieder eher nicht. Ich wette, da hinten bei der Schneewehe, da ist doch schon wieder irgendwo jetzt was gespawnt. Also Erz, meine ich. Nee, doch nicht. Okay. Dann nicht, ich dachte. So, Fräulein, ich habe dir hier ein paar Sachen mitgebracht. Nämlich hier dieses geschriebene Log. Das schenke ich dir. Bringt das Kunst... Was? Schon wieder? Achso, ich soll es weiterbringen. Bringt das kunstlos geschriebene Logbuch zu Kelek Himmelshüter am Kelterilsee. Aha. Okay. Und ich bekomme... Oh, warte mal, das möchte ich eigentlich auch anziehen. Bäm, schon wieder Krabum. Dieser Gegenstand startet eine Quest. Ja, habe ich aber schon. Untere Schwarzfelsspitze. So, so. Ist ja interessant. Warte mal. Okay, jetzt müssen wir da hinten hin. Einmal komplett hier durch. Jawohl, das passt. Okay, du läufst hier immer noch, ne? Der läuft hier dauernd von links nach rechts. Oh Gott, ist der niedlich! Ist der niedlich, der Hase! Mein Gott! Überall Berghasis. Hasis mag ich auch. Habe ich euch schon erzählt? Ich hatte auch mal einen Hasen. So einen... einen richtigen, ja. Also so einen richtigen Hasen hatte ich mal, ja. Ja, nicht so einen Zwergkanickel. So einen Stallhasen. Aber auch nicht mit den Ohren nach unten. Ich weiß doch nicht, wie die alle heißen. Sondern mit den Ohren nach oben. Und er hatte so eine graubraue... Graubraue. Der hatte eine graubraue. Eine graubraune Farbe hatte der... Und am Anfang habe ich immer gedacht, das wäre ein Rammler. Das ist ein hübsches Wort übrigens, Rammler. Kann man das R so rollen? Rammler. Der Rammler rammelt. Ja, und habe ihn Benny Bunny genannt. Und irgendwann beim Tierarzt, beim Krallenschneiden? Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall nicht krank. Ich glaube, er war nur beim Krallenschneiden. Er hat sich dann herausgestellt, es ist ein Weibchen. Aber ich habe den Hasen deswegen nicht umbenannt. Benny Bunny war Benny Bunny. Benny Bunny war geil. Das war ein Riesenviech. Habe ich von meinem Bruder geholt. Die hatten einen Stallhasen. Da war Benny Bunny noch ganz klein. Und Schatz wollte eigentlich keinen Hasen oder kein Tier oder irgendwas, aber der war so süß in dem Stall. Und dann hat mein Bruder mir eine Holzkiste gemacht mit Stroh. Benny Bunny da rein, Deckel oben drauf, weil mein Bruder weiter weg wohnte, so ja 50 Kilometer weit und zum Transportieren, also Deckel oben drauf. Und dann bin ich mit Benny Bunny zu Schatz gefahren, also sozusagen nach Hause, obwohl wir getrennte Wohnungen zu dem Zeitpunkt noch hatten. Was führt und als dann ich den Deckel abgemacht habe und diese beiden Ohren oben rausschauten, da gab es dann auch kein Halten mehr. Ja, das war irgendwie... Ach, es war schön mit dem Hasen. Echt, den habe ich so gern gemocht. Der hat es auch lange bei mir ausgehalten. Den hatte ich einige Jahre. Ich weiß es nicht. Oh, Handwerksexperte. Ist ja cool. Ja, der ist alt geworden bei mir. Und der hat immer... Was muss ich jetzt eigentlich machen? Vor lauter Erzählen schon wieder. Achso. Wie Hasen das ja gerne machen, fressen die immer alles an. Aber ich meine wirklich alles. Dieser Hase, also Schatz hatte im Bad Korkfußboden. Das sah sehr schick aus. Und Benny Bunny hat sich hinters Klo gelegt, hinter die Toilette und hat sich da hingelegt. Und hat da Siesta gehalten. Ich schwöre, hinterm Klo, zwischen dem Rohr, was in den Boden geht, und der Wand. Da hat er gelegen. Und irgendwann haben wir dann gesehen, dass dieses Schweineviech
den Kork hinten aufgefressen hat, hinterm Klo, Alter. Das war so scheiße, weil das war auch eine Mietwohnung. Und der hat den Korkfußboden aufgefressen. Da kannte der nix. Tötet 8 gepeinigte oder leidende Hochgeborene. Mögen okay. euch die Sterne. Ja, und da musste dann auch die Hausratversicherung, glaube ich, war es. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Die musste da dann dran glauben. Es war nicht so witzig. Also in dem Moment war es schon witzig, aber ja, war ja nicht unser Korkfußboden, ne? Und insofern war es eigentlich nicht witzig, aber im Nachhinein könnte ich mich bepissen darüber. Ah ja, und eine Geschichte noch von Benny Bunny, die mir jetzt spontan einfällt. Schatz ist sehr HiFi begeistert mit Lautsprechern und all so ein Kram und ja, Blu-ray. Ja, hallo, ich würde ganz gerne hier mal looten. Blu-ray-Playern und DAT-Spielern und was nicht alle. Also da ist er sehr begeistert von. Entsprechend lagen und liegen auch heute relativ viele Kabel in unserer Wohnung. Und so auch damals hinter dem Fernseher, der auf ja, einem Fernsehwagen stand. Ohne Ende Kabel. Und irgendwann gingen die Lautsprecher nicht mehr oder einer davon ging halt einfach nicht mehr. Und dann meinte Schatz schon so bösartig, das war bestimmt der Hase. Und ich so, das war nicht der Hase, bla bla bla. Und hab das also wirklich auch vehement abgestritten, wie und überhaupt. Ich bin auch gar nicht auf den Gedanken gekommen irgendwie, dass der Hase daran schuld sein könnte. Fakt ist aber, der Fernsehschrank samt Fernseher wurde dann abgerückt. Und dann, ich schwöre, dann lagen dahinter Hasenköttel. Und ja, die Kabel waren halt durchgekaut, ne? Weggefressen, ratzfatz. Das war so peinlich, weil ich sage noch, das war nicht der Hase. Er rückt das Ding ab und dann liegen da die Hasenköttel, ey. Ach Mann, ey. Ach, der war süß. Ich hatte auch ein Foto. Ein richtiges Foto. Ein Foto, das man in die Hand nehmen kann. Ja. Und genau das ist nämlich das Problem. Man nimmt es in die Hand und irgendwann findet man, wo kann ich denn hier mal looten? Findet man den Kram nicht mehr wieder. Ich wünschte, ich hätte das Foto noch. Ich hab's doch bestimmt auch noch, aber weil man schmeißt sowas ja nicht weg, aber tja, wo, ne? Das ist die Frage. Und dann in der Zwischenzeit zweimal umgezogen. Ach, was mache ich hier eigentlich? Ich bin fertig. Ja, labern und spielen geht einfach nicht, ne? Ja, zweimal umgezogen und merkwürdigerweise verschwinden beim Umzug immer Sachen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Man weiß es 100 pro, man schmeißt sie nicht weg und trotzdem findet man sie nie wieder. Dieses Foto hätte ich auch echt gerne. Ich hatte nur ein einziges, ja. So, sprecht mit dem Geist der Keldorei. Alles klar. Wo ist das denn? Ach so. Kann ich behilflich sein? Hier, okay. Ist ja gut. Besorgt Zinn Malors Erinnerung vom Geist des Erzmagiers Maenius. Alles klar, ihr Lieben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.